Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Und heute geht es um den Bison Super Z056. Und der eine oder andere wird sagen: Den gibt es doch schon, der ist doch standardmäßig schon drin. Genau, der ist auch schon drin, aber ohne Konfiguration. Ich kann ihn euch kurz mal zeigen: Der ist hier vorne drin. Kostet normalerweise 84.000, hat schon im Grunde genommen ein Dach und hier unten die Plane und sonst farbentechnisch kannst du natürlich leider Gottes auch nichts auswählen bei dem Standard. Nun schauen wir uns den Mod an. Ist schon mal ein anderes Bild, wie ihr seht. Springen wir mal kurz zum anderen vor. Und nochmal zurück. Hier seht ihr, hier mal so einen braunen. Wir haben hier vier Config-Blöcke und nochmal vier Farbvarianten, die wir verändern können. Fangen wir mal hier an. Die Felgenfarbe geht hier in 2, 4, 6, 8, 10 verschiedenen Farben. Dann haben wir die Farbe der Kühlerabdeckungen. Das können wir uns später mal anschauen, weil wir haben jetzt aktuell keine drauf. Dann die Farbe der Plane, da wir hier, wie ihr seht, auch noch keine Plane drauf haben, bringt die Farbveränderung auch noch nichts. Und wir haben die Möglichkeit, eine Hauptfarbe zu ändern. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Varianten, habe ich richtig gezählt? 6, 12, 16, 18, passt, genau. Dann schauen wir uns mal die Config-Blöcke an. Wir haben den Config-Block Kabine. Das ist sozusagen der Standard. Ohne Dach, ohne Rohre. Dann gibt es die erste Variante nur mit Rohre. Wie ihr seht, hier zack, Rohre, dann sind hier auch die ein oder anderen Scheinwerfer vorne mit dran. Dann haben wir die Dachplatte ohne Rohre, also sozusagen wieder offen. Und dann gibt es die Variante Dachplatte und Rohre. So wie der andere im Shop schon standardmäßig ausschaut. Also man kann hier dementsprechend variieren. Dann haben wir die Plane. Zack, ja und nein gibt es hier. Dann können wir mal kurz hier hochhüpfen. Wir haben vier Möglichkeiten, die Plane in der Farbe zu ändern. Und dann gehen wir weiter runter. Dann kommt die kleine Kühlerabdeckung. Das ist sozusagen hier. Diese gibt es ja und nein. Und ich würde mal sagen, heute, das war die falsche Taste, wir ändern es mal auf blau, dass es am besten ersichtlich ist. So, das ist die kleine Klappe und die große Klappe ist hier rechts dran, gibt es auch ja und nein. Und ich würde sagen, wir schauen uns das dann mal im Detail an. Die Leistungen sind 100 PS, 200 Liter Tankvolumen und eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h haben wir hier. Wir haben ein Volumen von 3540 Liter, was er aufnehmen kann. Und bevor wir jetzt ins Detail gehen, springen wir noch schnell zu den Schneidwerken. Das ist das Standardschneidwerk. 4,20 Meter breit, 10 km/h schnell. Und jetzt springen wir mal kurz zu dem anderen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier ist es. Auch 4,20 Meter, 10 km/h schnelle Arbeitsgeschwindigkeit. Aber wir haben wieder drei Config-Blöcke und eine Farbveränderung. Wir haben hier wieder, was waren das, glaube ich, 18 verschiedene Farben, die wir ändern können. Verändere hier die komplette
Hauptfarbe, dann gibt es eine Abdeckung. Müssen wir hier kurz mal auf die andere Seite rüber fliegen. Wir haben hier eine obere Abdeckung, eine untere Abdeckung und beide Abdeckungen. Und das ist sozusagen keine Abdeckung. Dann haben wir die Splitter. Wir haben einen linken Splitter, ja, nein, und einen rechten Splitter, ja, nein. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal im Detail an. Ich habe sie schon gekauft. Wir fangen mal an beim Schneidwerk. Qualitativ, farblich her und auch von der Textur her nichts zu meckern. Auch hier, trotz der Abdeckung, hier sieht man noch schön die Keilriemen und alles drum und dran. Hier sind die Anschlüsse. So, dann gehen wir mal hier rüber. So, die Felgen. Farblich wie gewünscht. Dann die Reifen schauen auch ordentlich aus. Dann hier die ganzen Schläuche. Das sind hier die vier Schläuche. Die werden nachher dann, denke ich mal, hier dran. Wir hängen sie jetzt nachher mal dran und dann schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Wir haben hier die große Variante mit, ups, der Kabine. Und wie wir sehen, hier ein Feuerlöscher. Ist natürlich nicht das Neueste. Diese Drescher wurden, glaube ich, von 1956 bis 2000 hergestellt. Also die Firma gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, die die Drescher hergestellt hat. Also dadurch, dass wir jetzt 2020 haben, sind sozusagen die jüngsten Drescher, die es jetzt noch hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise gibt, sind schon 20, Minimum 20 Jahre alt und somit schauen sie natürlich auch nicht mehr so fortschrittlich aus. Hier haben wir nochmal einen Feuerlöscher. Hier haben wir unsere Plane, die wir haben. Hier haben wir unsere Lichtanlage. Unser Rohr hängt hier relativ tief, aber wir schauen es uns später auf dem Feld nochmal an. Und die Seite hier haben wir nochmal Bison Super Z056. Hier haben wir sonst auch im Grunde genommen nichts auszusetzen. Hier keinerlei Verpixelungen. Hier sogar noch ein richtiges Typenschild. Weiß gar nicht, ob man hier irgendwas lesen kann. Nein, leider nicht. Gut, ich würde sagen, wir steigen mal rein. So, schauen wir uns mal kurz die Innenansicht an. Überschaulich. Und dann holen wir uns mal das Schneidwerk. Lenkung funktioniert alles. Füße. Füße nur teilweise bei der Bremse. Einmal wird einmal kurz gewippt, aber beim Gasgeben passiert gar nichts. So, wir hängen dran und wir sehen uns gleich auf dem Feld. So, hier sind wir wieder. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Der Drescher wird aufgeklappt. Hier geht so eine kleine Klappe auf. Wir senken, schalten den Drescher ein, schalten mal die Info aus und los geht's. Hinten schön der Auswurf passt. Alles vollkommen okay. Können kurz auch mal die Innenansicht anschauen. Spiegel haben zumindest eine Reflexion drin. Die Joysticks hier wackeln ein bisschen umeinander. Schöne Animation. Wir springen nochmal raus. Der befüllt sich hier schön langsam.
macht eigentlich das, was er tun soll. Ich würde sagen, für jemanden, der es in der Standardvariante schon in seinem Spiel genutzt hat, ist es eine schöne Aufwertung, weil du wirklich jetzt 18 verschiedene Farben hast und das ein oder andere, was du verändern kannst, wenn du sagst, okay, du möchtest kein Dach, du möchtest keine Rohre haben und, und. Wie gesagt, für Maps, die dementsprechend auf so ältere Maschinen stehen oder super reinpassen, ist dieser Drescher wirklich ein tolles Gerät. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, Daumen nach oben oder auch eine kostenlose Mitgliedschaft. Das bringt mich um einiges weiter und euch tut's nicht weh. Bis dann, euer Xbox Chris.